Die Jagd beginnt. Wir sind in der Mojave-Wüste und spielen Kopfgeldjagd. Denn ich hatte ja in der Vorschau bzw. in meiner Zusammenfassung von Warface so davon geschwärmt. Und ich dachte, ich nehme euch mal mit auf eine Jagd. Wer das Video nicht gesehen hat, ich kann es euch sehr empfehlen. Es ist ein sehr gutes Video. Nein, da habe ich erklärt, wie es funktioniert. Es ist wie Deathmatch, jeder gegen jeden. Aber so richtig punktet man erst, wenn man den Gegner nicht nur abschießt, sondern auch seine Hundemarke aufhebt. Kommt da einer gelaufen? Nein. Und das ist super spannend. Hinten kommt der Hubschrauber. Der Hubschrauber markiert dann nämlich Feinde auf der Minimap. Da hinten sieht man noch die roten Punkte. Ich weiß allerdings nicht, wie weit weg der ist. Darf ich Kugeln fliegen? Oh, jetzt kommt er zu mir. Ah, da im Haus ist einer. Oh, da ist auch noch einer. Shit. Der sieht nicht der Kopf woanders hin. Da. Nur das Rohr gesehen. Und ganz da hinten liegt auch noch eine andere Marke. Lass mal versuchen, da hinzukommen. Uff, shit. Und schießt auch wieder einer. Es gibt nämlich immer so Objekte. Ja, vorbeigerutscht. Oh, wenigstens gerade noch die Marke noch mitgenommen. Es gibt immer wieder Objekte. Oh, super. Wenn man dann vorbeiläuft, machen die Geräusche oder lösen Licht aus und so weiter. Und das verrät einen dann natürlich. Und selbst wenn es einen nicht verrät, erschreckt es einen tierisch. Ja, der Reiz liegt also darin, ja, nicht nur abschießen, sondern dann auch zu der Hundemarke hinkommen. Und erstmal halt auch die Gegner finden. Wahnsinnig auf Gehör spielen. Deshalb habe ich auch einen Schalldämpfer dabei. Und wie oft man halt denkt, da steht doch einer. Und dann ist es aber nur irgendeine... Steht doch einer! Läuft doch einer. Bin ich blöd? Da. Niedergeschossen. Und down. Uah. Ja, sowas ist natürlich ätzend, aber es muss jetzt sein. Und direkt wieder irgendwie weg. Denn wer weiß, wer das mitgekriegt hat. Spawn-System funktioniert aber sehr gut. Also ist mir noch nie passiert, dass ich dann direkt vor einem Gegner rauskomme. Oh, ich weiß nicht, die killen hier zu viel, die Leute. Vorhin gesehen in der Übersicht, es war ein Sunny dabei. Und die können ja nur Schrotflinten tragen. Hier höchstwahrscheinlich sehr fehl am Platz. Jetzt muss ich hinten durchs Licht, das ist doch scheiße. Diese Slide-Funktion finde ich ganz gut. Die gab es ja in Crysis auch schon. Warface ist ja von Crytek, den Crysis-Machern. Nur konnte ich in Crysis nie sliden, weil es da Sprint und Ducken zusammen war. Und das ist bei mir Steuerung und Shift. Und das kann ich nicht zusammen drücken. Zu wenig kleine Finger. Oh nein! Oh. Nein, was ist denn das? So. Zeigt den Vorteil eines Schalldämpfers. Oh, jetzt kommt der Hubschrauber dagegen zu. Jetzt weiß ich nicht, ob der mich sieht. Ah, wahrscheinlich sieht er mich. Da hinten ist auch noch irgendwo einer. Zwei sogar. Die sehen sich doch auch gerade. Ja, das vertut man sich manchmal mit den Distanzen. Jetzt hätte sich wahrscheinlich jemandem hinterher, der hier direkt schon hinter mir sitzt. Ne, jetzt ist er. Jetzt ist er in Reichweite. Ah, ist ganz schön gefährlich, was ich mache.
Na, gut. Verpasst. Steht es denn überhaupt? Da muss man ein bisschen was machen. Da hinten lief doch was. Da! Schnapp ich mir. Boah, da ist ein richtiges Gefecht im Gange. Oh, da liegt was. Oh! Ja, slidet. Hätte klappen können. Aber nicht. Das ist mal schön, wenn man was abstauben kann. Tumbleweed! Normalerweise sage ich auch immer, nicht bloß nicht da hocken bleiben, wo man wen erschossen hat. Nachdem das aber hier sowieso nicht ganz nachvollziehbar ist, wo wer ist, kann man das ruhig mal machen. Und weil die Spawns ja auch, wie gesagt, man spawnt dann sonst wo. Hier hat doch jemand geschossen, das war relativ nah. Ja, man kann halt auch manchmal einfach Pech haben, wenn man sich immer an allen vorbei bewegt. Dann gewinnt man halt nicht. Kann aber halt auch Glück haben. Dadurch, dass die Hundemarken so schön leuchten, hört denn hier so laut Musik, ist das natürlich besonders tricky. Ich muss sagen, der Modus funktioniert auch nur so richtig geil. Oh, jetzt hocke ich hier im Hellen. Auf dieser Map. Danger, danger. Noch eine zweite gespielt namens Vereist. Schon auch cool, aber es ist nicht vergleichbar mit der Spannung von dieser Map. Aber da hat auch so viel mit Geräuschen passiert. Und man fühlt sich wirklich immer unsicher. Schnapp ich mir. Ah, genau auf so einem Hügel. Aber hinter Deckung, immerhin. Wieder vorbeigerutscht. Mal immer nachzuschauen, mal ein Mündungsfeuer von irgendwo sieht. Das ist wirklich ein Danger Seeker. Läuft er hier ohne Schalli rum? Ich habe auch eine Waffe, die hat den großen Vorteil, dass bei ihr der Schalldämpfer nicht den Schaden reduziert, sondern nur die Reichweite. So super weit schießen und gucken kann man hier ja sowieso nicht. Insofern passt das schon. Hier ist jemand gestorben. Oh. Wieder. Dann aber noch in den Kopf. Okay. Wie sehr ich diese Waffe in Counter-Strike immer gehasst habe. In der Repetiererei. Hier komme ich klar. Oh! So, wo stehen wir denn? Naja. Wissen was? Ja, 400 Punkte. Ist das denn immer? Alda. Okay, jetzt bin ich ganz offiziell gegen den. Nein! Das ist natürlich gemein jetzt. Ah, fuck! Fuck! Wir haben natürlich zwei Kills gemacht, aber jetzt liegen da drei Marken rum. Und der hat jetzt 200 Vorsprung nur noch. Machbar. Oh!
Shit. Wer ist das? Ah, nicht der Böse. Oh, hier ist aber eine richtige Ballung jetzt. Im Gange. Jetzt hat mich ein bisschen der Jagdtrieb gepackt. Denn ich möchte ja doch gerne gewinnen. Jetzt kommt der Heli. Shit. Muss doch direkt einer sein. Hä, war der nicht gerade hier? Wo geht's denn hier hin? Das ist so crazy. Oh, da war er tatsächlich. Aber schön dunkel angezogen. Nein! Zurückgefallen. Gut, 4 Minuten. Sind es noch? Oh, dieses Tumbleweed immer. Tatsächlich mal aus Versehen auf so einen Typen draufgetreten. Der da rumlag. Ihr merkt, ich lege mich ungern hin. Oh, das war jetzt wagemutig. Wieder Party in the House. Nehme ich aber erstmal den, wenn er hier so blöd auf so einem Hügel drauf ist. Und spähe einfach mal. Denn manchmal kann man halt den Gegnern auflauern. Hoffen, dass einer das Ding einsammeln will. Es gibt ja auch Sprengfallen und dergleichen Mistzeugs in diesem Spiel. Mistzeug im Sinne von gemein. Aber cool. Und da kann man hier natürlich sich wirkliche Fallen mitbauen. Und man sagt, kommt nur. Holt euch die Marke. Ihr habt gesehen, wenn man die eigene Marke verliert, die ist dann, die leuchtet dann ein bisschen anders. Fast wieder ein Tumbleweed erschossen. Hier werden mir zu viele Marken eingesammelt. Aber nicht von mir. Oh! Ja, der weiß jetzt natürlich, wo ich bin. Und ich weiß nicht, wo er ist. Also jetzt nicht so geschickt, jetzt um die Ecke zu gucken. Ah, da hinten ist dieses... Oh. Puh, Glück gehabt. Ja, manchmal lohnt es sich doch ein bisschen zu warten. Da hinten leuchtet was rot. Oh, jetzt gleich 2 Marken. Oh, hey, Lucky Me. Nein! Oh, super Lucky Me. Aber immerhin. Ah, shit. Shit. Es fehlt nicht viel. Sieht er mich jetzt? Ich weiß es nicht. Ah, wahrscheinlich nicht, wenn ich im Schatten bin. Aber auch niemanden aufgedeckt, deshalb laufe ich mal nicht in die Richtung. In die Danger Seeker. Aber was man natürlich auch gerne vergisst, ist, dass dieser Marker nicht ewig hält. Wenn die sich bewegen, wenn die aus dem Bereich rauslaufen, steht man plötzlich neben denen. Bemerkt sie nicht. Doch gerade wer quer. Oh. Kommt da das Weed an mir vorbei. Ah, das war eine Falle. Alter, das ist natürlich genau der, der auch vorne liegt. Ah, mal schauen. Ob er sich das als Köder baut, denn jetzt liegen 2 Marken da. Das der? Wieder Alter, jetzt hat er die Erkennungsmarken gesammelt. War das nicht hier? Ah! Shit! Shit! Ah, das schaffe ich. Nein, nein, nicht mehr! Schnell, Atomgranate! Zünden!
In einer Sekunde. Ah ja. Aber immerhin Platz 2 von ganz, ganz vielen. Ach, das gibt's, Mojave gibt's auch bei Tag. Nee, bei Nacht ist geiler. Ich möchte das nämlich nochmal gewinnen. Und ich möchte, dass ihr mitkommt, denn ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst es mich wissen. Lasst gerne einen Daumen da, einen Kommentar, ein Abo, sonst was. Und dann spiele ich das nämlich nochmal. Ehrlich gesagt, ich spiele es jetzt sowieso nochmal. Aber es wäre schön, wenn sich dann auch wer anschauen würde. Zum Beispiel ihr, denn ihr seid die Besten. Und ich bin der Fabian. Bis dann.